living in exile in Israel. Yeah, but I can understand it. Yeah. So we are very glad that you stay here. Yeah. Because I feel that perhaps because I grew up in a non-Jewish family, so I think perhaps I have become a kind of a bridge with a person like Johannes. So we're building a bridge from both sides. That's a big problem. Sehr geehrtes Publikum, liebe Schülerinnen und Schüler, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zu einem Interview mit Nachfahren von jüdischen Bad Wildungern, denen dieser besondere Tag heute gewidmet ist. Ich bin Felix Dittmar von der Initiative Offen für Vielfalt, geschlossen gegen Ausgrenzung aus Kassel. Die Initiative ist ein regionaler Zusammenschluss von Organisationen, Vereinen und Unternehmen, die sich in Kassel und Nordhessen für Vielfalt in all ihren Dimensionen und gegen Ausgrenzung jeder Art einsetzen. Mit steigender Tendenz versammeln sich aktuell 36 regionale Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur unter dem Dach der Initiative. Es freut mich und uns als Initiative sehr, dass wir auf Einladung von Johannes Grötigke bei der Stolperschwellenverlegung hier in Bad Wildungen dabei sein dürfen. Gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern haben wir hier so ein Programm aufgestellt, das allen Gästen Informationen darüber geben soll, was hier in Bad Wildungen vor über 80 Jahren geschehen ist. Wir wollen die Geschichten und die Schicksale der Menschen hören, die hier vor 80 Jahren aus ihrer Heimat in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Darüber zu sprechen, fällt vielen und vor allem den Angehörigen nicht leicht. Die Schrecken, das Leid und die Gräueltaten in Worte zu fassen, kostet Überwindung. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Eva Flörsheim, Richard Oppenheimer und Daniel Kaufmann, drei Nachkommen und Angehörige von Jüdinnen und Juden, hier in Bad Wildungen begrüßen dürfen. Jeder und jede von ihnen hat ihre besondere Geschichte, die eng mit der Stadt verbunden ist und die sie uns heute hier erzählen. Heute nehmen sie sich Zeit, um aus ihrer Sicht als Nachfahren und Angehörige über die Erfahrungen ihrer Familien mit dem Holocaust zu sprechen. Lieber Herr Flörsheim, lieber Frau Flörsheim, Entschuldigung, lieber Herr Oppenheimer und lieber Herr Kaufmann, wir danken Ihnen auch jetzt schon herzlich, dass Sie diese schmerzlichen Erfahrungen mit uns teilen. Seit vielen Jahren forscht er bereits zu seiner Familiengeschichte, hat Tagebücher und Zeitzeugeninterviews gelesen. Vielen Dank, dass Sie die lange Reise aus Ihrer Heimat Florida aufgenommen haben und hier in Bad Wildungen, der Geburtsstadt Ihrer Mutter, dass Sie die Reise unternommen haben und uns mehr über die Familiengeschichte erzählen. Herr Oppenheimer, Sie haben eine bewegte Familiengeschichte. Ihre Mutter ist nach der Shoah aus Deutschland in die USA gereist. Nach dem Tod Ihrer Mutter fingen Sie dann an, über die eigene Familiengeschichte zu forschen. Was war es, das Sie seitdem antreibt, mehr über die eigene Familiengeschichte und die Zeit des Nationalsozialismus zu erfahren? Meine Eltern haben mir nie von ihrem Leben in Deutschland erzählt. Nicht als ich Kind war, als ich erwachsener wurde. Nach dem Tod meiner Eltern wurde mir klar, dass eine große Loche in meiner Familiengeschichte gibt. Also begann ich meine Recherchen über ihr Leben. Ja, Herr Oppenheimer, zurück in Deutschland. Wie fühlt man sich inzwischen als Jude in Deutschland? Wie ich früher gesagt habe, wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich zu Hause. Meine Wurzeln sind hier in Bad Wildungen. Meine Mutter war hier geboren in 1923, ihre Geschwister auch. Mein Großvater war hier in Bad Wildungen geboren und mein Urgroßvater hat hier gelebt. So, wenn ich hier bin, bin ich zu Hause. Aber wir haben lange gebraucht in Deutschland, um die Geschichte ansatzweise aufzuarbeiten. Und inzwischen zeigt sich ja wieder ein Trend, der kann nicht gut sein. Ich sehe das in der Zeitung bei uns, wie der AfD jetzt mehr Kraft hat. Und für diese habe ich Angst.
ja, aber auch die Reichsbürger, die antizionistischen Bewegungen und so weiter, genau, nehmen ja immer mehr zu in ganz Europa, nicht nur in Deutschland. Ja, aber das ist auch in den USA auch. Und ich glaube, das hat angefangen mit der Trump, weil er sehr öffentlich darüber spricht. Wenn, also ich bin nach dem Krieg geboren. Und wenn ich heute drüber nachdenke, dann empfinde ich Scham, weil man Menschen wie Ungeziefer behandelt hat und auch so vernichtet hat. Können Sie das nachvollziehen? Ich sehe das und ich habe Angst dafür, dass es nicht nur für die Juden, aber für alle Menschen, dass der Rassismus und Antisemitismus für die Homosexuellen auch. Und das ist sehr schwer zu verstehen, aber das gibt hier in Deutschland und in den USA und ganz Europa und in der ganzen Welt. Fehlt uns nicht nur Toleranz, fehlt uns auch als Menschen Akzeptanz, jemanden zu akzeptieren, wie er ist, ob Christ, ob Jude, ob Moslem, ob homosexuell, egal wie, einfach zu sagen, du bist ein Mensch, du bist mir lieb. Das glaube ich auch, aber ich glaube, dass eine Hälfte der Menschen heute glaubt es nicht so. Und ich glaube, dass es zu viel Egoismus. Ja, und nicht genug Toleranz. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wollt ihr was sagen? Ja. Ich könnte was sagen, ja. Mach das, wenn ich dich nicht störe. Wollte ich was sagen? Das ist immer besser. Aber der gehört nicht dazu. Der gehört nicht zu uns, der Einzelne. Das weiß ich selber. Ja, dann bin ich beruhigt für diese 34. Sie haben von hier aus das letzte Mal Bad Wildungen gesehen. Und von Kassel aus, das war ja der Grund, die Abschiebung nach Kassel, von dort aus erfolgten dann die großen Deportationen nach Riga, nach Majdanek, Sobibor und Theresienstadt. Ganz kurz noch zu dieser Gruppe der 34, was waren das für Menschen? Und Gemeinden dort, wo jüdisches Leben eigentlich über Jahrhunderte zu Hause war, ganz normal dazugehörte, wo Menschen über Jahrhunderte integriert waren, mal mehr, mal weniger, aber trotzdem die Teil waren. Und ich komme aus einer Gemeinde, die eine relativ hohe jüdische Mitbürgerschaft hatte, fast 10% der Einwohner meiner Heimatgemeinde war von 1933 jüdische Glauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an dies auch immer wieder erinnern. Die Frage ist immer wieder, die aufkommt, ist das notwendig? Brauchen wir das noch? Wir haben doch gelernt. Ich sage nein, das Gefühl habe ich nicht wirklich, sondern wir müssen wirklich wachsam bleiben. Es ist den meisten wahrscheinlich unbekannt, aber oder es gibt keine Diskussion darum. Wenn heute jüdische Menschen, der Kaufmann hat es vorhin im Interview gesagt, wenn heute jüdische Menschen in Deutschland unterwegs sind, wenn sie sich versammeln, wenn sie zur Schule gehen, stehen sie unter Polizeischutz. Ich möchte die Diskussion mal führen, wenn vor jeder Grundschule, vor jeder Gesamtschule, vor jeder Gymnasium in Deutschland Polizei stehen müsste, um unsere Kinder zu schützen. Aber es gibt keine Diskussion darum, dass das mit anderen passiert. Und das ist heute, das ist nicht vor 80 Jahren.
Und das bedeutet, wir haben viel, viel noch aufzuarbeiten, viel auch noch an Wissen, an Information und auch an Erinnerung zu leisten. Die in Bad Wildungen verlegten Stolpersteine sind inzwischen einer Menge Menschen bekannt. Das haben wir eben gehört. Obwohl ich mir persönlich einen noch größeren Bekanntheitsgrad wünschen würde. Sie legen Zeugnis ab über die Menschen, die in den Häusern lebten, von denen sie verlegt sind, vor denen sie verlegt sind, ehe sie dem Irrenwahn des Dritten Reiches zum Opfer fielen. Die Bewohner mussten flüchten, sie wurden deportiert, ermordet, nahmen sich aus Verzweiflung unter anderem das Leben. Diese Stolpersteine haben Namen und Daten. Sie geben den Opfern des Nationalsozialismus ein Gesicht. Einzelne Namen, einzelne Schicksale. Stolpersteine lassen uns innehalten, lesen, nachdenken. Wer waren diese Menschen, deren Namen und Daten dort zu lesen sind? Man kann ihre Geschichte nachverfolgen und recherchieren. Das bringt uns diese Menschen näher und macht sie vor uns wieder lebendig. Anzubringen. Ich betrachte Bad Wildungen als meine Heimat. Und die Ehre dieser Menschen ist mir sehr wichtig. Ich danke Bürgermeister Goodheil und Ihnen allen an diese Erlaubnis. Sehr gut. Ja, Regierungspräsident Mark Weinmeister, heute Stolperschwelle in Bad Wildungen. 30. Januar, ein trüber Tag für Deutschland, 1933 die Machtübernahme. Aber Gefolgschaft kann nicht befohlen werden. Gefolgschaft kommt freiwillig. Ist das ein Zeichen gewesen, dass das deutsche Volk einem hinterhergelaufen ist, der sich zum Massenmörder entwickelt hat? Na ja gut, die Wahlergebnisse haben ja gezeigt, dass die NSDAP damals in Deutschland eine große Beliebtheit hatte. Sie war die stärkste Fraktion im Reichstag. Das bedeutet, es gab schon einen großen Rückhalt innerhalb des deutschen Volkes damals für die Ideen der Nationalsozialisten. Und im Laufe der Zeit war es auch so, dass auch nach 1933 viele, die vielleicht vorher eher kritisch gegenübergestanden haben, zumindest dann in Passivität oder aber auch in Mitläufertum übergegangen sind, sodass man nicht sagen kann, dass da eine kleine Clique ein ganzes Volk beherrscht hat, sondern es gehörten ganz viele dazu, die es natürlich gestützt haben. In der Rede eben bei der Stolperschwelle hieß es, wehret den Anfängen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn der Ziegenbock aus dem Haus ist, bleibt der Gestank. Es war ja nie richtig weg. Das hat man bei dem Auschwitz-Prozess von Fritz Bauer gesehen und auch in der Folge, dass immer wieder Neonazis, ob NPD und später AfD, immer wieder mit den Gedanken aufgetaucht sind. Das ist in der Geschichte so gewesen, dass wir immer einen gewissen Anteil von Menschen hatten, die nicht zu belehren waren, beziehungsweise die geleugnet haben. Aber was mir jetzt Sorge macht, ist, dass es vom Gefühl her so ist, dass die Zahl derjenigen, die wieder antisemitisch sind, die rassistisch sind, die gegen andere Minderheiten vorgehen, um diese auszugrenzen, dass diese Zahl eher zunimmt, als dass sie weniger wird. Und das macht mir große Sorgen. Ich hatte eben ein Interview mit Richard Oppenheimer, der selber sagte, es hat sich mit Trump vieles geändert in der Welt, eben auch dieser Hass wieder auf Juden zum Beispiel, auf Andersdenkende, auf Lesbische und Schwule und so weiter. Und das hat ihn so richtig nachdenklich gemacht. Empfinden Sie das auch so? Ja, das Gefühl ist schon da, dass sich das aufgestaut, beziehungsweise dass das stärker geworden ist. Und wir sehen das ja auch in den Diskussionen, die in den sozialen Medien stattfinden, was dort an Hass und Hetze ganz offen auch geschrieben wird, also mit Klarnamen. Wir kennen die Leute, die das schreiben und die sind sich auch nicht zu schade, sich zu verstecken. Das macht deutlich, dass dort in den letzten Jahren etwas passiert ist, was wirklich dazu führt, dass wir viel mehr aufpassen müssen. Also die Kampagne des Regierungspräsidiums, das nach dem feigen Mord an Dr. Walter Lübcke ins Leben gerufen worden ist, Haltung zeigen.
gilt mehr denn je. Sie gilt mehr denn je und ich glaube, dass wir jeden Tag noch mehr daran erinnern müssen.